Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Mein Name ist Sebastian. Und bevor wir anfangen, beginnen wir mal mit dem Wichtigsten in diesen Zeiten. Ich hoffe, euch, eurer Familie, euren Freunden, euren Bekannten und euren Mitspielerinnen und Mitspielern geht es allen gut und ihr seid alle gesund. In dem Video blicken wir zum einen zurück auf 2020. Ich verrate euch ein paar Zahlen, wie sich unser Kanal entwickelt hat. Und dann blicken wir natürlich auch nach vorne. Los geht's aber mit dem Blick zurück. 2020 war für uns auf YouTube ein erfolgreiches Jahr. Wir haben zum einen 1049 neue Abonnentinnen und Abonnenten. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt die Gelegenheit, einmal die Glocke aktivieren. Ja, wir haben aber nicht nur neue Abonnenten, sondern wir haben auch ganz viele neue Aufrufe erzielt. Mehr als 923.000 Aufrufe mit unseren Videos erzielt. Also so oft wurden unsere Videos gestartet. Und das ist ein deutliches Plus im Vergleich zu 2019. Da waren es nämlich nur in Anführungszeichen 780.000 Aufrufe. Ja, nicht nur die Zahl der Aufrufe ist gestiegen, sondern logischerweise dann auch die Wiedergabezeit. Insgesamt wurden unsere Videos 2020 mehr als 68.800 Stunden angeschaut. Deutlicher Anstieg gegenüber 2019, da waren es nur in Anführungszeichen mehr als 57.900 Stunden. Ja, deswegen ein großes Dankeschön an alle, die bei uns immer mal wieder vorbeischauen. So viel zum Rückblick, dann jetzt ein bisschen der Blick nach vorne. Zum einen der Hinweis auf unsere neue Homepage. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Es gibt ja auch spielama.de, obwohl der meiste Teil sich natürlich hier auf YouTube abspielt. Die Homepage musste aus technischen Gründen neu aufgesetzt werden, läuft jetzt aber wieder. Und dort könnt ihr euch die Beiträge auch nochmal nach bestimmten Kategorien sortieren lassen. Also zum Beispiel könnt ihr euch nur Familienspiele anzeigen lassen oder nur Kennerspiele oder nur Expertenspiele. Könnt ihr auch nach Spieltyp sortieren, also zum Beispiel Kartenspiele oder Würfelspiele. Insgesamt haben wir mehr als 1100 Beiträge, also Videos. Die sind auch schon alle auf der Homepage, die sind allerdings noch nicht alle richtig verschlagwortet. Das ist eine Fleißarbeit, die wir jetzt nach und nach angehen. Da müssen wir noch so ungefähr 800 Beiträge bearbeiten. Ja, dann nur ein ganz kurzer Hinweis noch auf ein Projekt von mir, das heißt zuspieler.de. Wenn ihr nicht nur Spielama verfolgt, sondern auch andere Kanäle, dann schaut doch da mal vorbei, denn da seht ihr auf einen Blick, wenn ein Kanal ein neues Video veröffentlicht hat. Und ihr seht das nicht nur für YouTube-Kanäle, sondern ihr seht das auch für Podcasts und für Blogs. Und ja, kriegt da quasi auf einen Blick serviert, was andere Seiten so publizieren. Und ich kann euch verraten, das ist echt eine ganze Menge. Dann noch ein Hinweis zum Community Llama. Vielleicht haben es einige von euch schon vermisst. Wir haben lange überlegt, wie wir das machen. Da ja Corona, sag mal, das Spielejahr ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, haben wir uns dazu entschieden, kein Community Llama des Jahres zu machen, so wie ihr es kennt. Wir werden aber sehr wahrscheinlich ein Corona-Lama des Jahres machen. Wie das genau aussieht und wie das dann genau abläuft, dazu gibt es dann nochmal Details in einem gesonderten Video. Ja, und ansonsten nur noch der Hinweis, apropos Corona, es ist euch ja vielleicht aufgefallen, dass sich im Moment unsere Formate so ein bisschen verändert haben. Wir haben Regelerklärungen, wir haben Solo-Playthroughs, wir haben weniger Rezensionen als normalerweise. Und auch das ist der aktuellen Situation geschuldet. Auch wir kommen logischerweise nicht so zum Spielen, wie es normalerweise der Fall ist. Und deswegen hat sich das verändert. Wir hoffen aber, dass sich die Lage demnächst dann mal wieder bessert und man dann auch sich wieder zum Spielen treffen kann. Und dann geht es hier auch wie gewohnt weiter. Das war's von mir, kurz und knackig. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.